Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute freue ich mich auf ein ganz besonderes Interview mit meinem guten Freund Martin Herrmann. Hallo Martin. Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Martin ist ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer und er wird uns heute etwas über das Thema Selbstständigkeit erzählen und wie er es geschafft hat, seine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, vielen Dank. Ich habe angefangen, ähnlich wie André, auch in der Bank, war 17 Jahre dort tätig, bis ich dann gelernt habe und für mich entwickeln konnte, die Selbstständigkeit ist der richtige Weg. Das heißt, ich muss mich nicht mehr verbiegen, ich muss nicht mehr hauseigene Produkte empfehlen, sondern kann wirklich schauen, wo ich investiere, wie ich investiere und dementsprechend auch die Beratung anpassen, dass wirklich die Themen, die für dich, für euch am besten sind, aussuchen kann. Und sag meinen Zuhörern noch mal ganz genau, was du jetzt in deiner Selbstständigkeit machst, Martin. Jetzt ist es so, dass ich ganz unabhängig mit der Banklizenz arbeite. Das heißt, ich darf alles, was mit dem Thema Bank zu tun ist, beraten. Vom Konto, über Depot, über Vermögensverwaltung, Optionen, Futures, Zertifikate. Das darf ich alles beraten. Zudem machen wir noch den Bereich der Versicherungen und die Kredite, Baufinanzierung, Startup-Kredite, Gründungsfinanzierung. Und du bist ja auch im Bereich Advisory tätig. Was heißt das genau und was ist da genau deine Aufgabe? Das Thema Advisory, es geht in den Depots darum, dass wir gemeinschaftlich raussuchen, welche Anlagen, welche Investments für dich am sinnvollsten sind. Das heißt, wir erarbeiten gemeinschaftlich, deine Ziele zu erreichen und das passende Depot dazu. Und das ist sehr spannend, weil warum erzählen wir euch das? Was ist der Hintergrund? Wenn ein normaler Kunde in eine Bank geht, ganz egal, ob es eine blaue Bank ist, eine rote oder eine gelbe, dann sitzt ein Bankberater da, der eben ganz genaue Verkaufsvorgaben hat. Und wenn der Chef eben sagt, heute sind Immobilienfonds weit vorne, werden Immobilienfonds verkauft. Oder wenn es die Aktienfonds sind, sind es dann die Aktien. Es wird gar nicht geguckt, ob der Kunde da entsprechend auch das Produkt braucht oder nicht, sondern es gibt ganz klare Vorgaben. Und das ist nicht immer optimal für den Kunden. Und das ist noch schön formuliert, meistens ist es sogar schlecht. Und der Martin hat es sich zur Aufgabe gemacht, ich kenne einige seiner Kunden, die sehr, sehr zufrieden sind, genau das zu lösen. Martin, was meinst du denn, wie groß ist der Vorteil, jemand, der bei dir ist, im Vergleich zum Bankmitarbeiter, wenn er so ein normales Beratungsgespräch hat? Kann man das quantifizieren? Wie sind so deine Erfahrungswerte? Ja, es geht ja schon mal los über das Kostenthema. Also wenn du in eine ganz normale Bank gehst und einen ganz klassischen Fonds kaufst, hättest du damals, André, seinen Fonds gekauft, hättest du wahrscheinlich bei deiner Hausbank 5% Ausgabeaufschlag bezahlt. Bei uns zahlst du keine Ausgabeaufschläge. Das heißt, wir schauen einfach, wo möchtest du hin und welche Beratungsform macht für dich am meisten Sinn. Aber das Thema Kosten, da kannst du am meisten sparen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Studien haben herausgefunden, dass über 40% der Performance am Kapitalmarkt durch Kosten verloren gehen. Natürlich als Selbstentscheider, wenn du alles selber machst und dich ausbildest, bleibt alles bei dir. Aber ich verstehe auch, nicht jeder hat die Zeit wie Martin und ich, uns jeden Tag 6-7 Stunden mit der Börse zu beschäftigen. Da ist es eben gut, auch einen Advisor zu nehmen. Und Martin, sag doch mal, was sind so die Standardthemen, die bei dir in den Kundengesprächen sehr häufig sind? Was sind so die Tipps und Kniffe, wo du sagen kannst, Mensch, da gibt es eigentlich immer was zu holen. Kosten hast du schon gesagt, was sind vielleicht noch so große Themen? Also das Thema Kosten, vollkommen richtig. Das Thema ETF oder Fonds wird dann auch immer gefragt. Wo sollte man wirklich investieren, langfristig? Und das Thema Nachhaltigkeit wird auch immer mehr in den letzten Jahren angefragt. Das heißt, ethische Werte, nachhaltige Werte, Umweltthemen, das ist den Anlegern immer mehr wichtig in der heutigen Zeit. Und das finde ich auch schön, diese Entwicklung. Und siehst du eine Tendenz, dass man sich immer mehr von klassischen Banken lossagt und dass dein Marktsegment wächst oder ist es eher noch schwierig, so wie in den letzten Jahren? Nee, ich merke immer mehr sehen durch diverse Zeitungsartikel, dass die Hausbank nicht mehr das Allheilmittel ist, sondern wirklich in unabhängigen Bereich. Also gerade im Versicherungsbereich nutzen ja auch schon viele so Plattformen, Vergleichsplattformen und das wird in der Bankenbranche auch immer mehr kommen. Deswegen bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass das der Weg ist, den immer mehr Leute einschlagen. Und der Martin und ich, wir kennen uns tatsächlich über die Wirtschaftsjunioren. Das ist ein Netzwerk von jungen Unternehmern. Martin ist auch bei mir in der Ausbildung, unterstützt mich da auch. Und Martin, sag mir doch mal so ganz grob, wie war so deine wirtschaftliche Entwicklung als Selbstständiger? Was waren so die großen Punkte, sage ich mal, die du erreicht hast? Was waren so die Dinge, die du vielleicht auch weitergeben kannst, was in einer Selbstständigkeit besonders wichtig ist? Ja, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde sprechen. Ich versuche es mal ganz, ganz kurz zu machen. Zum einen am Anfang, wenn du dich selbstständig machst, wenn du dein Unternehmen gründest,
achte wirklich auf das Thema Kosten. Mach nicht zu viele Fixkosten, sondern achte wirklich darauf, dass du das im Rahmen behältst. Zum Zweiten, wachse nicht zu schnell. Versuche organisch und gesund zu wachsen und erst mit den Jahren dann wirklich über die Mitarbeiter auch zu skalieren. Mach nicht alles gleich im ersten Jahr. Und vielleicht das mit das Wichtigste, wo viele Unternehmer auch verloren gehen in ihrer Selbstständigkeit, ist das Thema in dem dritten Jahr. Achte darauf, dass du immer genug Steuerrücklagen hattest. Ja, Steuern ein wichtiges Thema und spannend, wie auch die Parallelen zum Trading sind. Achte auf die Kosten, wachse nicht zu schnell, mach es langsam, weil Trading ist ja auch ein Business, was du über die Zeit skalierst, und setze auch steuerliche Rücklagen. Gerade wenn du im Ausland dein Depot hast und da vielleicht dann nur einmal jährlich die Abrechnung machst, musst du trotzdem deine Steuern zahlen. Und ich kenne einzelne Fälle, wo sich das Finanzamt dann auch ausdenkt, dass du irgendwie Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer zahlen sollst. Und das sind eben auch so Dinge, wenn du da keinen Experten an der Seite hast, der dir hilft, wird es extrem schwierig. Martin, wie legst du denn selber dein Geld an? Das ist auch eine spannende Frage. Ja, zum einen als Investor wirklich langfristig und à la Costolani Schlaftabletten nehmen, liegen lassen und nicht dieses tägliche Draufschauen. Und zum anderen nutze ich aber auch das Trading, welches ich auch über einen André mache. Und zwar ist das über algo-investor.de. Da habe ich sehr, sehr schöne Erfahrungen mit gesammelt und kann es auch nur empfehlen. Ja, der Martin ist ein Experte in dem Bereich, lernt aber ständig noch dazu. Und was mich bei Martin auch absolut beeindruckt, ist die Art und Weise, wie er mit seinen Kunden umgeht. Ich konnte es jetzt gar nicht glauben, weil wenn du in der Bank bist, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde Gespräch. Du kriegst auch vielleicht, wenn du Glück hast, einen Kaffee, wenn Pech, dann vielleicht einen kalten oder gar keinen Kaffee. Sag mir doch mal, wenn du so einen normalen Kunden bei dir auch im Gespräch hast, wie viel Zeit verwendest du mit dem? Also die Voranalyse, die Vorgespräche, die Aufarbeitung, die Konzeptionierung, bis wir dann wirklich in das Gespräch kommen, wo wir dann auch einen gemeinsamen Weg gehen und auch wirklich eine Unterschrift machen, gehen bis zu 20 Stunden drauf. Und das mache ich aber auch gerne, dass mein Gegenüber wirklich sehen kann, okay, das macht Sinn, weil mir geht es nicht darum, irgendwas zu verkaufen, sondern ich möchte einfach dir alle Informationen an die Hand geben, dass du die Entscheidung selbst und qualifiziert treffen kannst. Ja, das finde ich unglaublich spannend, weil das ist ja auch die Idee unserer beiden Selbstständigkeiten. Wir haben die Bankbranche gesehen, wir wissen, wie schlecht informiert viele Privatanleger sind, teilweise auch Institutionelle, die eben sich nicht so tief mit der Materie beschäftigen. Wir haben da sehr viel erfahren und merken eben, dass Ineffizienzen da sind. Wir können den Nutzen dadurch stiften, dass wir eben ausbilden, dass wir den Leuten ein Stück des Weges mit begleiten dürfen. Und da ist eben diese Zeit, die wir investieren, auch unsere Motivation zu sagen, Mensch, überleg dir das selber. Und dazu kann dieser Kanal ja auch nur einladen, kümmere dich um deine Finanzanlagen. Jemand anders wird es nicht tun. Wenn du Leute findest, die dich dabei unterstützen und helfen können, sei es hier über YouTube oder eben auch in der realen Welt, dann nutze das, weil es nicht jeder nur provisionsgetrieben. Und natürlich, Unternehmer wollen auch Geld verdienen, das ist klar, aber sie können viel mehr mit und nach ihren eigenen Werten arbeiten als ein Bankmitarbeiter. Und das meine ich auch gar nicht böse. Es ist doch klar, wenn du in einer Struktur bist, dann musst du dich den Werten des Unternehmens auch unterwerfen. Das haben wir nicht. Martin, du hast ja auch seit neuestem einen YouTube-Kanal. Erzähl doch da nochmal ganz kurz was darüber. Was sind die Themen? Was können meine Abonnenten bei dir lernen? Ja, da geht es um das Thema Investieren, um das Thema Geld sparen, um das Thema Mindset. Schau gerne mal vorbei auf Cashflow Coach und ja, ich freue mich, wenn wir uns da auch wiedersehen. Ich werde dir alles unter dem Video auch verlinken. Der Martin macht ganz tolle Cashflow-Abende hier in Frankfurt. Der Samuel war schon da, der war total begeistert. Und das ist völlig kostenlos. Es geht einfach darum, nur sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, mit dem Thema Investment, einfach auch zu erleben, was passives Einkommen bedeuten kann. Alles verlinke ich dir unter dem Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal von Martin besuchst und wenn wir uns auch bald hier wieder auf YouTube wiedersehen. Dankeschön.